Hallo und herzlich willkommen zu Vollgeist Intro. All right, where would whoppin', boys? Ich würde mal gucken. Alter, das ist ja eine komische Bahn, hier mal zu fliegen. Wie sieht's denn mit Tilted Towers aus? Da wäre ich eigentlich ganz gerne mal. Dann nix wie los! Ich will der Beste sein, will ganz allein der sein, der den Test besteht hat. Hör nicht auf, was auch passiert. Ich werde Meister. Wow, wow, wow. Ey, Kollege, kannst du dir vielleicht mal einen anderen Spawnplatz aussuchen? Du. Ja. Ja, verpiss dich, genau das habe ich gemeint. Ich bin ja das Alpha-Männchen. Au! Au! Und jeder, der es nicht glaubt, dem werde ich was anderes beweisen. Scheiße, der Versprecher war jetzt gerade wirklich uncool, ey, Mann. Ich höre eine Kiste. In der Wand drin ist die Frage, ob sie wirklich in der Wand ist. Nein, sie war nicht hier. Es tut mir wirklich leid für eure Wand, aber das, ich dachte, ich hätte eine Kiste gehört. Du hättest was? Er hätte eine Kiste gehört, haben sie mir nicht zugehört. Und so erklärt man, warum man Wände einreißt bei fremden Leuten im Haus. Und damit wegkommt. Das war ein Tutorial von und mit mir. Gott. Das ist schon mal eine ganz gute Waffe. Aber den Rest, den wir sonst so an uns haben, aber bei uns tragen, ist letztendlich wirklich übelster Schrott. Und ich würde am liebsten diese Waffen verfluchen, wenn ich könnte. Aber ich kann nicht. Ich bin keine Hexe oder irgendwie sowas. Was zur Hölle habt ihr für Erwartungen von mir? Ich habe Leute gehört. Das... Ja, ich glaube, jetzt habe ich wirklich Leute gehört. Gefällt mir nicht allzu sehr. Könnte ich nochmal irgendwie Schild haben oder... Was haben wir hier? Eine Grenade? Grenade ist natürlich immer geil, um Leute still und heimlich umzubringen, weil sie so leise sind. Da hinten war ein Schuss. Da hinten sind Schüsse. Ich glaube, wir machen mal einfach mal den hier so. Da war so die grobe Richtung, ne? Beziehungsweise Sniper haben wir eigentlich eine ganz gute, ne? Wo sind denn die Kollegen? Da hinten ist einer. Komm schon, jetzt mach doch mal die Wand weg, ey. Ist doch lächerlich. Mein Revier. Weißt du, und jetzt sich verpissen, das ist doch so eine... Was ist das für eine Taktik, ey? Ihr seid doch solche... unsinnigen kleinen Frettchen, ey. Ich fass es nicht. So, wo bist du denn jetzt? Ey, wo bist du denn? Du! Oh, Kiste, guck mal. Aber die Gegnerin ist leider weg. Guck mal, eine bessere Waffe. Das ist doch schon mal ganz schön eigentlich. Auch wenn ich sagen muss, mittlerweile... Bitte wie? Mittlerweile halte ich nicht allzu viel von der AUG. Da gibt es schon bessere Waffen. Da! Hi! Du bist ein anderer, wer bist denn du? Und warum? Der war so eifrig am Abbauen, ne? Der hat gar nicht geguckt, dass er angeschossen wird oder sowas. Ich meine, fleißig, der Kollege, aber... Vielleicht ein bisschen weird, vielleicht ein paar Prioritäten falsch. Ich hole mir mal den Schild, der hier rumliegt. Ja. Sieht schon mal besser aus. Und nochmal ein bisschen besser. 20 Schild ist... Sehr wenig. Es ist schon sehr wenig. Ich hätte schon gern ein bisschen mehr. Aber wir können natürlich auch ganz entspannt an die Sache rangehen, weil wir ja tatsächlich... Ist das ein Schild? Ne, das ist ein Zelt. Weil wir tatsächlich ja einfach quasi direkt neben dem inneren Circle gespawnt sind. Schrottriss, das habe ich glaube noch nie gesehen. Was ist denn Schrottriss? Schießt du mal! Das waren sehr laute Schritte auf einmal. Warum war das so laut? Da hat sich jemand ein Auto gekrallt. Na guck mal, ein Kollege. Hey. Finde ich nicht cool, dass du Schild hast. Kannst du mal bitte... Junge, wenn du dich jetzt einfach verpisst... Wenn du jetzt einfach gehst, dann ist das hier over mit uns, ja? Ja. Den mache ich so fertig, ey. Ich mach dich fertig! Das werde ich bereuen, Yankees! Ich lasse ihn nicht gehen. Kannst du ganz vergessen. Na, wo bist du rum? Ja. Siehst du, sag ich doch. Du mit deiner Schrottkarre, ey. Weg damit. Ja. Das hast du davon... Oh Gott, ich wusste nicht, dass sie explodiert. Aber das hast du davon, du Blödian. Dann nehme ich mir tatsächlich die ganz gerne. Und die hätte ich auch ganz gerne. Und schon haben wir ganz akzeptable Waffen. Was haben wir hier angerichtet, Alter? Da hat sich einfach ein Tor in die Hölle geöffnet, ey. Na gut, naja. Ach ja, genau, den Schrottriss. Was macht der Schrottriss? Okay. Ich meine... Das ist ganz lustig. Guck mal, hier, Schrottriss. Weißt du, was der macht? Ah, schade. Aber das ist ja mal mega funny. Hey! Ja, Profis sind die, die Sniper auch auf 20 Metern Distanz anwenden können. Was ich ja wohl gerade sehr grandios demonstriert habe. Und krieg den Sturmgewehr-Spezialisten. Wow, danke dafür. Das ist das, was ich verdient habe. Also, töten ist heute
echt an der Tagesordnung, sowas von. Was haben wir hier? Ja, nehme ich auf jeden Fall. Ich meine, wir waren jetzt, die Runde geht halt auch nicht echt so lang und wir haben, es leben noch 40 Leute. Also nicht nur auf unserer Seite, dass wir viele gerade umbringen, sondern es ist halt echt eine schnelle Runde hier. Naja. Ah, steht da hinten. Den gönne ich mir auf jeden Fall mal. Weil, ich sage immer, besser Schild als kein Schild. Und ich würde mal sagen, dass ich damit sehr richtig liege. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich denke, das ist einfach meine politische Agenda und da stehe ich zu. So, was haben wir denn hier Schönes? Ist hier noch irgendwas Gutes in der Kiste drin? Ja, tatsächlich. Oh, wow. Hammersturmgewehr. Das haben wir generell noch gar nicht, ne? Das tausche ich mal mit dem aus. Ja. Ansonsten könnte man überlegen, ob man vielleicht sich den Mettnebel mitnimmt als Sicherheit. Aber wenn wir einfach so viel Feuerkraft haben, dass wir alle Gegner on-site töten, dann müssen wir uns auch nicht heilen, weil dann werden wir ja nicht getroffen. Ja, das klingt nach einem guten Plan auf jeden Fall. Tilted Towers war halt schon eine Entscheidung, die zu dem Spielgeschehen hier ordentlich beigetragen hat, auf jeden Fall, denke ich. Wir sind halt einfach eine Tötungsmaschine geworden. Naja, da haben wir noch Saufpakete, die würde ich tatsächlich mitnehmen. Und mit mitnehmen meine ich kurz aufsammeln und direkt verwenden, weil... Was heißt das? Dein Setzling? Bitte! Von welcher Seite? Von hinten oder von vorne? Klingt so, als ob der hier rum wäre, ne? Mit einem Zelt und allem. Ich habe aber noch keine Ahnung, was die Zelte machen. Ja, das war eine Fehlentscheidung von dir, da einfach anfangen zu bauen. Konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Naja. So, jetzt wo wir den Schlingel hier weggeschlingelt haben. Was bringen die Zelte? Naja, egal. Wo wir den Schlingel weggeschlingelt haben, können wir uns jetzt vielleicht um unsere Saufpakete kümmern. Genau, das wollte ich machen. Ich erinnere mich genau. Und ich höre schon wieder ein. Leute, was ist denn los bei euch? Könnt ihr mich denn mal 5 Minuten in Ruhe lassen? Ach, okay, die Wand kommt. Verstehe. Jetzt, ja, okay, alles klar. Kommen wir hier hoch, ist die Frage. Oh, jetzt hätte ich gerne einen Mettnebel. Wir kommen da nicht hoch. Hey, Kollege, wie wär's, wenn wir uns jetzt einfach mal nicht beschießen, sondern gucken, dass wir hier aus der Zone rauskommen und ich schieße mal einfach auf dich weiter. Komm schon, Alter, ich habe hier wirklich größere Probleme als das. Ja, okay, jetzt können wir uns konzentrieren. Da hinten sind auch noch ein paar rumlaufen. Was für ein... Der hat mich ja jetzt vollkommen überrascht. Okay, lasst mich mal kurz alle in Ruhe. Ich möchte mich ein bisschen aufheilen. Ja, das war jetzt wirklich nur ein bisschen. Das noch. Es kommt keiner, denke ich. Kann ich auch nicht heulen. Heilen. Scheiße. Sonst hat er... Nichts. Die Kiste können wir theoretisch noch mitnehmen. Kriegen wir die von hier? Sehr schön. Aber auch nichts, was uns wirklich helfen würde. Mist, ey. Mist. Diese tückische Zone hat mich einfach komplett amok gelaufen. Na gut, okay. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwas zu heilen finden. Nee, hier ist anscheinend leider wirklich nichts. Was relativ doof ist, weil ich gerne mich zuerst geheilt hätte und dann Richtung neue Zone gelaufen wäre. Aber... Okay, ich dachte, das war ein Schuss. Das war einfach die Matte. Aber das wird uns verweigert. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Gefährt, wie wir sehr schnell wieder in die Zone kommen. Ah, Schweine sind so toll in dem Spiel, ey. Ich fasse es nicht. Da hinten schießt sich jemand tot. Ich weiß nicht, ob ich da mit denen interagieren will. Ich glaube, ihr kennt mich. Normalerweise würde ich hier direkt mich draufstürzen. Aber das scheint gerade wirklich nicht die beste Lösung zu sein. Und ich würde tatsächlich ganz gerne gewinnen, weil es leben nur noch 18 Leute. Und dann haben wir hier eine schnelle Runde hinter uns. Da geht's aber jetzt auch wirklich ab, ey. Guck mal, steht. Das ist doch genau das, was ich haben will. Doch. Nehmen wir einfach so direkt mit. Ach stimmt, das macht ja zuerst die Leben hoch, wie ich es komplett vergessen habe. Haben wir hier noch irgendwas? Nein, nur Toiletten, alles klar. Sitzt auch keiner drauf. Schweini, jetzt lass mich doch mal einfach durch die... Jetzt lass mich doch durch die Tür gehen, du... Genau das wollte ich haben. Was war das Geräusch jetzt gerade eben? Das habe ich auch nicht ganz gecheckt. Aber heilen sollte drin sein. Für 5 Punkte jetzt hier nochmal so ein Medikit einsetzen, ist schon ein bisschen lächerlich. Aber vielleicht sind es ja die entscheidenden 5 Punkte. Ich will wirklich nicht dem Schicksal in die Hände spielen. So, also nicht in einem negativen Sinne irgendwie so. Ja. NPC haben wir hier. Da scheint irgendwas kaputt zu machen. Oh, das klang nach einem Schrottriss. Oh, heilige Scheiße. Kann man ihnen helfen? Sind das 2? Oh ne, das ist ein NPC, Mann. Ich dachte schon, hier schießen 2 auf uns. Die hätten sich irgendwie verbündet.
Ja, und dann wurde er halt einfach von dem NPC erschossen. Gegen mich hast du nichts, oder? Der schießt jetzt nicht auch noch auf mich rum, oder? Egal. Wir kriegen ein paar goldene... wir kriegen keine goldenen Waffen. Wo ist er denn? Da ist er rum. Kann sich nicht schützen, ist direkt im offenen Gelände. Was ich natürlich sehr schön finde. Komm, wir reiten mir auf dem Schwein auf ihn zu. Man muss auch mal was riskieren. Oh Gott, das war ein bisschen schlecht. Als ob er den hier macht. Ich hasse ihn so sehr. Friss mein... Ah, ich muss nachladen. Friss mein Schwein! Oh Gott. Wo ist er? Schweinemann. Nein! Ich fasse es nicht. Und er hatte noch 9 Leben. Kann das Schwein ihn jetzt bitte umbringen? Bringt mein Schwein ihn bitte noch um. Das wäre es halt wirklich jetzt. Aber anscheinend nicht. Nee, er hält sich ja hoch. Oh, Leute, frustrierend. Aber ich glaube, für eine neue Runde lohnt sich es nicht ganz. Ich würde sagen, das war jetzt mal eine kürzere Runde. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann guckt auf meinem Kanal vorbei. Gebt dem Video ein Like, einen Kommentar und vielleicht abonniert ihr mich auch sogar, wenn es euch ganz toll gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ikabaui!